Hallo und herzlich willkommen bei den Whisky Tales. Mein Name ist André und heute haben wir wieder ein bisschen Grundlagenforschung. So nenne ich mein Alibi zumindest. Denn wir haben beim letzten Mal verschiedene First Fill Bourbon Barrels von Brennereien gehabt, die dann einmal die gleiche Vorbelegung haben. Jim Beam Casks war es, glaube ich. Und das andere hatte ich noch ein anderes Paar. War das ein Strathmill oder war es auch Glengarry? Ich weiß es gar nicht mehr. Auch First Fill Bourbon Cask, alles am gleichen Tag destilliert, alles genau gleich. Es waren nur die Fässer unterschiedlich. Aus dem gleichen Brenndurchlauf, alles gleich alt und. Es waren Schwesternfässer, eins ist Fass Nummer 1, das andere ist Fass Nummer 2 und das andere war dann Fass Nummer 7 und das andere Fass Nummer 8, je nachdem, wie man will. Meine Prämisse oder meine Aussage oder der Punkt, den ich damit machen wollte, war im letzten Video, wie unterschiedlich sind Fässer oder können Fässer sein, wenn man als Endkunde, es könnten ja jetzt Abfüllungen sein, die in der Signatory Cask Strength Collection zum Beispiel sind. Und dann haben wir einmal, wie gesagt, Fass 1, Fass 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da geht man davon aus, okay, die werden schon sehr nah beieinander liegen. Wie ich da feststellen musste, wenn es Bourbon Barrels sind, und auf den Fässern konnte ich ja sehen, es sind unterschiedliche Hersteller teilweise. Aber einmal waren es unterschiedliche, einmal waren es die gleichen. Da weiß man aber jetzt auch nicht, okay. Wenn das alles im Detail interessiert, der muss das alte Video angucken. Grundlagenforschung hatte ich es auch genannt. Oder Verkostungs. Bah, ist auch egal. Findet ihr, wenn ihr es finden wollt, sind nicht so viele in meiner Verkostungs-Playlist drin. Das letzte muss es sein oder das vorletzte jetzt, wenn dieses hier kommt. Gut. Was ich da nicht hatte, da habe ich gesagt, okay, worauf muss ich mich denn jetzt mal fokussieren, um dieses Ganze noch weiter ausdehnen zu können, dieses Vorhaben, mich da weiterbilden zu können. Und das ist, wenn ich wirklich mehrere aus dem gleichen Fass habe, auch wieder gleiches Destillierdatum und. Vergleichbare Fassnummern. Und heute hatten wir einen Cask Call-Off, der bei uns angekommen ist. Und da waren Balechins drin. Das waren die einzigen Fässer, die nicht bei uns im Lager lagen, die ganze Zeit, sondern außerhalb. Das sind Fässer von 2004. Da wurde das Signatory Warehouse erst gebaut und deswegen hat man die deswegen woanders hingebracht, um sie da liegen zu lassen. Gibt es noch Stories, kommen wir irgendwann vielleicht mal drauf zurück. Deswegen, das waren jetzt aber die einzigen, ich glaube, das waren jetzt 20 Fässer oder so, die wir dann woanders hingekarrt haben. Übergangsweise, die haben wir halt jetzt erst abgeholt. Die sind jetzt alle 20 Jahre alt. Es sind Balechins 2004. Und es sind alles First Fill Bourbons, auch wieder Fassnummern, bla bla bla, alles gleich. Und es sind alles die gleichen Vorbelegungen. Es ist in jedem Fass, es sind alles First Fill Bourbon Fässer von Old Granddad Bourbon. Wir hatten auch welche dazwischen, Heaven Hill und was weiß ich auch, der Beam, Jack Daniels, alles Mögliche. Wir haben uns jetzt aber, ja, long story long. Machen wir es so. Der LKW kam an, wir wussten schon, was drauf sein wird. Und dann hat Andrew aber gesagt, wo ich dann runtergekommen bin, so, ja, wie sieht es aus? Ja, wollen wir ein paar Proben ziehen? Habe ich gesagt, ja, Newsletter muss heute, bin nicht so busy. Aber ich war dann natürlich auch trotzdem neugierig und habe gesagt, oh, scheiß auf die Newsletter. Wir ziehen jetzt Proben und ziehen uns den Stoff rein. Und dann hat er gesagt, ja, mach mal die Old Granddad Fässer. Das waren oft die besten, die wir gekriegt haben. Und dann haben wir die Proben gezogen und ja, geflasht gewesen. Wir haben noch nichts probiert, wir haben dann nur gerochen. Auch hier sind es wieder ja, unbeschriftete Flaschen. Die sind noch mal klein, mal groß, je nachdem, wie wir es gerade aus dem Hut gezaubert haben. Und ich denke mal, man kann es gut erkennen. Das ist ein Bourbon Barrel. Seht ihr, wie dunkel das ist? Ex-Bourbon. Ich hatte davon schon mal irgendwas, da hatten wir auch schon gesagt, das sind Oldschool Hogsheads, das sind Oldschool Barrels, das ist dies und das. Unfassbar. Unfassbar. Und ich habe dran gerochen und wir waren beide, wie gesagt, richtig geflasht. Haben erst zwei gezogen und so, ja, waren das jetzt ein Lucky Punch? Also wir haben erst eins gezogen, ja, nochmal Qualität checken und so. So, Banger, zumindest in der Nase. War dann natürlich auch kalt und. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir nochmal eins auf. Ja, Banger. Ja, waren das jetzt Lucky Punches? Okay, komm, wir machen noch zwei auf. Da sind noch zwei, dann machen wir die eben auf. Alles aufgemacht, Proben gezogen. Deswegen reicht jetzt erstmal hier zum Nosing und Testing mal eben einen kleinen Schluck. Hinterher sind es dann halt vier geworden. Ich habe mir die einzelnen Fassnummern jetzt nicht aufgeschrieben, weil, wie gesagt, welche es dann sind, ist ja fast egal. Wollte jetzt nur mal gucken, wie die Qualität generell ist an einem Fass. Da werden dann vier von und ja, da habe ich mir doch gedacht, dann nehme ich die mal mit nach Hause und dann probiere ich die. Während wir aber noch auf dem Parkplatz waren, die Fässer abgeladen haben und die Proben gezogen haben, nicht so, Andrew, wie kann das denn sein?
Wir haben so viele. Ihr habt das Video gesehen, First Fill, das letzte, die letzte Grundlagenforschungsverkostung. Das war auch alles First Fill. Ja, die sind jetzt doppelt so alt, aber wie viele Fässer gibt es auch, die auch halt älter sind als die, waren die 10, 12 Jahre alt, die ich im letzten Video hatte, um den Dreh? Das ist eine ganz andere Liga und das sind hier alle. Da ist kein Lucky Punch von gewesen. Dann frage ich an, Andrew, wie kann das angehen? Also er sagte erstmal, die Old Granddad Fässer, wie gesagt, die waren immer richtig, richtig gut. Zweitens, von Old Granddad haben wir jetzt auch noch viele Bourbon Barrels, First Fill, Refill, wie auch immer, die auch noch immer gut sind, ja, aber die waren früher besser. Er sagte, die hatten früher eine andere Mashbill, als sie heute haben. Kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht, glaube ich immer, wenn er es sagt. Und das ist halt der erste Unterschied und halt das Holz. Ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn ich die Dinger sehe, wenn wir das Zeug da rausholen, die Fässer sind so geil, da kann man irgendwas anderes. Muss natürlich jetzt rauchig sein, aber sollten wir die jetzt abfüllen, sage ich jetzt einfach mal, und wir machen Balachin 20. Das sind dann Second Fill Bourbon Barrels, die sind göttlich. Also vermutlich, vielleicht kommt es jetzt im Geschmack noch ganz anders. Wir werden mal sehen. Was habe ich mir aufgeschrieben? Genau, am Ende des letzten Videos waren es genau die Punkte. Schaut es euch an. Was war die Vorbelegung? Wie war die Mashbill? Lag es jetzt am Holz? Da hatte ich gesagt, okay, bei denen, die jetzt unterschiedlich waren, da hatte ich einen Clermont und einen, was weiß ich, was das war, und die anderen waren beide normal Beam. Und da habe ich gesagt, okay, Clermont und das andere, unterschiedliche. Das eine war auch ein Maker's Mark, war das, glaube ich. Der hat einen hohen Weizenanteil und das eine hat einen hohen Roggenanteil gehabt. Oder nicht. Ach, wie nennt man das jetzt? Also beide hatten durchgehend, also der große Anteil war Mais, dann war ein kleiner Anteil Gerste und der Anteil dazwischen waren das 20% oder 16, 17%, irgendwie sowas waren das, glaube ich, so. Der eine hatte dann halt Roggen, der andere hatte Weizen an der Stelle. Da ist es schon naheliegend, dass man sich daraus irgendwas zerren kann, warum die denn unterschiedlich sind. Bei den anderen beiden, da habe ich gesagt, okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich werde jetzt mal mehrere Proben machen, weil ich weiß nicht, ist es jetzt Holz, ist es jetzt Vorbelegung, ist es jetzt Mehrspiel. Ich habe es mir eben nochmal angeguckt, deswegen habe ich die Dinger nochmal aufgeschrieben. Und genau die Dinger sagt mir nur heute auf dem Parkplatz. Ich freue mich, ich freue mich, ich habe Bock. Wenn die nur halb so gut schmecken, wie sie riechen, dann ja. Ja, es ist ein bisschen Werbung. Ich bin ein bisschen voreingenommen. Sehr süß, sehr süß. Honig, flüssiger Honig. Riecht warm, riecht warm, riecht voll. Alkohol, keine Ahnung, wurde mit 63,5 mehr oder weniger ist er ins Fass gekommen. Nach 20 Jahren, was ist davon jetzt noch übrig? Durch First Fill Bourbon. Man merkt, dass Rauch drin war, aber es ist nicht mehr viel Rauch drin. Andrew Jr., der Sohn von Andrew, war auch mit dabei. Und er hat gesagt, also allein vom Geruch her, er hatte jetzt nur eins von den Dingern, er hat gesagt, Alter, das erinnert mich schon fast an Lafroig, das erinnert an Islay. Da wird er aber den im Kopf gehabt haben, der auch Bourbon Barrel, da wussten wir aber nicht, ob es First Fill oder Refill ist, deswegen stand, glaube ich, nur Bourbon Barrel drauf und das war ein 25-jähriger Symington's Choice. Ich denke mal, damit vergleicht er das. Ja, Rauch deutlich, deutlich abgebaut. Deutliche Bourbon-Noten einfach. Hauch Rye. Auch nicht nur, weil ich jetzt danach suche und es mir einbilden will. Aber harmonisch, rund und süß, einfach überwältigend süß. Ich habe ja keine Fassformen, scheißegal. Da schreibe ich einfach mal eins rüber. Hätte ich vielleicht weiter links anfangen sollen. Egal. Gehen wir Nummer 2. Ja, allein die Farbe macht mich fertig. Noch mehr Honig. Ja, Honig. Honig, sein Vater, schreibe ich einfach mal. Weniger würzig, was der erste an Rye-Noten, an würzigen Gewürzen hatte. Schreibe ich mal zwei rum. Was hat der hier an Karamellcreme, Vanille? Wirklich Pudding, warmer, frischer, gemachter Vanillepudding. Ja,
Ich glaube, der hier ist aber weicher. Der hat weniger Alkohol. Der ist zumindest leichter in der Nase. Alk minus zu 1. Der erscheint mir weicher. Deswegen werde ich den mal zuerst verkosten. Wirklich, 20-jähriges Bourbon Barrel Gottes. Ich würde jetzt mal auf 52% tippen. Im ersten Moment sehr würzig, hätte ich nicht erwartet. Also das, was im ersten in der Nase war, kommt dann auch am Gaumen. So wie aber runter ist, verbleibt es, ja, als hätte man irgendwie was, wie sagt man, die Viskosität erscheint hoch, nachdem man es runtergeschluckt hat. Als würde ein kleiner Schleimfilm im Mund zurückbleiben, der extrem süß ist. Da kriegt man dann auch mehr mit, dass es Balechin ist, dass es rauchig ist. Da haut er auf jeden Fall rein. Ist jetzt auch mein erster heute, daher sehr vorsichtig mit Alkohol. Ich mache ein Fragezeichen auf. Gefällt mir aber sehr gut. Ja, ich bin hier am Schwärmen. Ich weiß, Werbung, bla, geht mir los. Ja, ich finde es geil. Ich habe es doch bei den anderen. Das ist meine erste Verkostung, glaube ich, von Signatori. Oder Edradour oder Balechin auf dem Kanal. Alles andere war Diageo, Artbeck, Balvini, William Gert & Sons, bla bla bla. Und der hier erinnert mich wirklich in der Nase an den Balechin Manzanilla. Ohne dass er irgendwelche exotische Fassreifung hat, er ist dem sehr nah, nur halt ein bisschen älter und das ganz ohne irgendwelche Sherry, Wein, Starkwein, was auch immer, Vorbelegung. Es wird immer und immer süßer. Es ist wirklich, wirklich, ja, Karamellzucker, falls es sowas gibt. Slange. Komplex. Ich sage es selten, ich will das Wort selten in den Mund nehmen. Man hat Würzigkeit und Würzigkeit trenne ich eigentlich immer von süß oder von irgendwelchen fruchtigen Noten. Aber das ist jetzt würzig, fruchtig, voll im Knoten. Hab mir Werthers Kräuterechte, schreibe ich mal auf. Werthers hatte ich eben nur im Mund, das war meine erste. Also diese Werthers echten Karamellbonbons. Etwas Kräuter, echte. Und ja, den würde ich noch unter den 52% schätzen. Falsch gelegen. Vielleicht ist der aber auch nur mehr aufgeladen, hat den Alkohol mehr überdeckt, weil er einfach voller ist von den Aromen, die aus der Fasswand gekommen sind. Vielleicht rede ich mir das einfach nur schön, um es mir irgendwie erklären zu können. Kriegen wir nochmal Retronasal. Boah, welches Fass auch immer das war, das muss man eigentlich. Boah. In den Fässern war aber auch nicht mehr viel drin. Also, wir haben so einen Vellensch. Ich hab Fotos gemacht, ich kann es euch einblenden. Doch, das muss irgendwo zu sehen sein. Und das ist so ein Plastikding. Das sieht erstmal billig aus. Wir haben auch die wunderschönen Metalldinger. Aber diese Plastikdinger sind eigentlich richtig cool, weil man da mal, da kann man, vielleicht kann man es auf dem Foto erkennen, weiß ich nicht, da kann man ein Element rausnehmen und den dann wieder zusammenstecken. Und so kommt man dann auch mal an Fässer ran, wo man nicht so viel Platz hat. Weil mit dem großen Ding, da hast du manchmal das Problem, dass du da nicht irgendwie zwischen die Fässer reinkommst und dann erst viel bewegen musst. Da ist der kleine viel besser für. Sieht jetzt nicht so schön aus, aber ja, wäre jetzt für draußen jetzt auch nicht nötig gewesen, wäre völlig egal gewesen, aber das war jetzt der erste, der greifbar war und deswegen nimm mal halt den. Gut, ich will es dabei belassen, was die ersten beiden angeht. Ich mache jetzt wieder einen kleinen Schnitt. Wahrscheinlich habe ich schon wieder ein paar Schnitte gemacht, um das Video einigermaßen kurz zu halten und dann ziehen wir uns mal die anderen beiden rein. Wieder gleiche, ja, Brennerei, gleicher Jahrgang, gleicher Brenndurchlauf, alles gleich.
Gleiche First Fill, Bourbon, Old Grand Dead Barrels. Bis gleich. So, weiter geht's. Neue Runde, neues Glück. Gläser sind zurückgekippt in die Samples, ausgespült, neu eingeschenkt und ja, wir haben jetzt nur 5 Minuten gestanden. Ich bin einfach zu scharf drauf, um noch länger zu warten. Da mache ich mal dreimal hier hin. Ja, auch wieder sehr süß. Einfach zwei Striche, wie oben. So, aber was macht den hier aus? Ich würde sagen, der ist dazwischen, hat auch so ein bisschen reihiger als Nummer 2 in der Nase zumindest. Aber das war bei den anderen jetzt zum Beispiel auch umgedreht. Bei den ersten beiden Samples, da hatte ich beim ersten ziemlich rye in der Nase und der zweite war so mega süß. Da hätte ich eigentlich eher erwartet, dass es sich halt so fortführt. Das war aber im Geschmack dann genau andersrum oder am Gaumen dann genau andersrum. Der erste war dann wieder das echte und der andere war dann eher ein Tick würziger. Ja, der ist so Mitte. Also Mittelding dazwischen. Jetzt nicht mehr so viel im Sample drin, der Vollständigkeit halber kann ich die jetzt aber auch mal zeigen, damit man die Farbe mal gesehen hat. Dazu muss man aber sagen, natürlich sind die im großen Sample dunkler, weil man dadurch mehr Menge und mehr Glas durchguckt. Deswegen, also selbst bei gleicher Farbe wäre, also selbst beim gleichen Whisky bei einem und denselben Fass, wäre der Stoff in der größeren Flasche jetzt natürlich dunkler. Da sind auch extrem Sedimente drin. Also gerade bei dem, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, der ist schon fast trüb vor Sedimenten. Ich weiß jetzt nicht, wie der fokussiert, ob man das sehen kann. Gut, aber das räumt den Magen auf, habe ich mir sagen lassen. Wäre vielleicht mal interessant, wie steht ihr zu solchen Raw-Cask-Geschichten? Wir könnten das auch machen. Aber in vielen, also wir würden die Sedimente einfach da drin lassen, würden den Barrier-Filter rausnehmen. Ist das cooler? Ist das besser? Ich kann euch verraten, oder ich mutmaße sehr stark, dass in vielen Abfüllungen keine Sedimente drin sein werden. Ist nur eine Vermutung, ich weiß nicht. Oder irgendjemand muss am Wettingbehältnis stehen und die ganze Zeit rühren, dass die halt überall sind, weil hatte ich im anderen Video erzählt. Man packt das oft ins Wettingbehältnis rein, wenn man denn ein Batch macht aus mehreren Fässern oder auch wenn es ein Fass ist, dann muss es sich nicht mit anderen vermehlen. Aber theoretisch, wenn man das in so ein Wettingbehältnis ein Fass oder mehrere reinfüllt, dann lässt man es erstmal nochmal 1, 2 Tage stehen. Und in der Zeit sickern die Sedimente natürlich nach unten. Deswegen hat man die dann eigentlich in den ersten Flaschen mit drinne. Es wird immer gesagt, so ja, die letzten Flaschen, da hat man dann halt die Sedimente drin. Das wäre der Fall vielleicht, wenn man wirklich jetzt alles aus dem Fass rauszieht. Aber da kommt es halt auch drauf an. Wenn du das Fass bewegst und meistens so rollst du es zumindest die letzten Meter, dann sind die Sedimente überall. Ah. Na, könnte man irgendwie machen, dann müsste man halt Fass abfüllen und sofort komplett durchlaufen lassen eigentlich. Können wir aber nicht machen, bin ich der Meinung. Bin ich eigentlich ziemlich stark von überzeugt, weiß ich nicht. Weil wir haben dann keinen Dip. Wir wissen nicht, wie viel Angel's Share wir haben. Wir müssen erstmal alles ins Wettingbehältnis reinfüllen und dann gucken, okay, wie viel ist jetzt überhaupt noch drin? Dann können wir gegenrechnen, wie viel war ursprünglich im Fass drin? Dann haben wir einen Angel's Share und deswegen müssen wir halt auch versteuern, bla bla bla. Deswegen glaube ich, ist das nicht möglich. Also man müsste wirklich tatsächlich oben stehen und rühren im Wettingbehältnis, damit die Sedimente gleichmäßig in den Whisky kommen. Ansonsten wären halt, ja, theoretisch in den ersten, ich könnte mir vorstellen, in den ersten und in den letzten, welche drinne, aber in den vielen dazwischen vermutlich nicht. Gut. Deutlich süßer, deutlich süßer. Der geht eher Richtung 1. Nase. In L1, aber ohne Rye. Ja.
Manchmal bin ich so Autopilot. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch Rauch, ich habe auch Rauch. Ja, ist ein Ballett. Na, jetzt mal, damit ich die nicht verwechsel. Mal ein bisschen so. Eins ist aber auch hier deutlich süßer. Ja, ich mache es diesmal mal umgedreht. Den mit mehr Rye nehme ich jetzt mal als erstes. Schwimmt aber auch was drin rum. Dicke, dicke Suppe. Slange. Aufgelöster Wert, das echte. Der in Aschenbecher gefallen ist. Kalte Asche. Und der Alkohol kommt mir hier nicht so gut eingebunden vor in Relation zu den anderen. Ist gut eingebunden, ist gut trinkbar, aber ja. Alkohol. Rill. Chill, ein G. Gut. Den nächsten. Ach, ganz, ganz hinten raus kommt dann auch noch mal eine Rye-Note. Hatte ich jetzt aber nicht großartig zwischendurch. Boah. Ich schreibe jetzt Abgang, Abgang, also Abgang vom Abgang. Wenn ich jetzt ganz picky bin, schreibe ich das manchmal so auf, dass es ganz hinten raus, wenn er eigentlich schon weg ist, mehr oder weniger. Also wenn der erste Abgang, der wirklich im Moment des Abgangs ist, nach dem Runterschlucken, dann, also was ich dann als Abgang bezeichne, ist eigentlich, also als ersten Abgang, ist eigentlich, du schluckst es runter. Oh, sorry, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Bin ans Mikro gekommen. Und dann habe ich gefühlt, je nachdem, nach ein, zwei, drei Sekunden verschwindet was. Dann noch nach ein, zwei weiteren Sekunden verschwindet wieder was. Und dann noch nach ein, zwei Sekunden verschwindet wieder was. Das ist meist der grobe erste Abgang. Also ich habe es noch nie gelesen, dass es irgendjemand so bespricht oder irgendwie gehört. Das ist einfach mein Vokabular oder wie ich Whisky wahrnehme. Und wenn ich dann von Abgang spreche, also doppelt, dann ist es halt der Abgang vom Abgang. Also wenn der Moment, wo du merkst, okay, ich habe ihn noch, es passiert jetzt aber erstmal nichts mehr. Ja, schwer zu erklären. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Der verlängerte Abgang, da wo, ja, ach, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Jetzt wäre was zum Spülen nicht schlecht gewesen, weil ich nehme den jetzt zwar genau wie den anderen. Kann jetzt sein, dass es halt auch so ist. In der Nase hatte ich es eben unterschiedlich. Nahezu gleich. Hatte ich eben nicht, bevor ich probiert hatte. Jetzt wäre eigentlich Ausspülen angesagt. Ich bin jetzt aber zu faul, nochmal aufzustehen. Ich habe ja noch was und naja. Stattdessen sagen wir lieber Slange. Was ich aufgeschrieben habe, Alk Plus. Also Alk erscheint mir mehr als der andere. Jetzt im direkten Vergleich. Holzpelz soll heißen, holzige Note, sodass die Zunge pelzig wird, schiebe ich in diesem Fall nicht auf den Alkohol. Kann natürlich trotzdem der Alkohol sein und ich schiebe es jetzt nur woanders hin. Kann ich jetzt lange rumrätseln und den Rest ausgenießen und weiß immer noch nicht, was es ist. Deswegen schiebe es jetzt einfach mal dahin. Würde jetzt eine zweite Verkostung zwischen den dreien. Ich schiebe den mal hier mit hin. Den dreien bedeuten, die finde ich nah beieinander. Die sind gut, die sind sehr gut. Aber das erste Ding, Ausnahme Whisky für mich. Ja,
Da wird auf jeden Fall nicht diese Menge in die Firma wieder zurückkehren. Wahnsinn. Ja, was ziehe ich da jetzt raus? Also aus dieser ganzen Erfahrung. Die sind relativ gleich. Wie gesagt, mal ein bisschen mehr würzig, mal ein bisschen mehr süß. Also wenn ich jetzt süß sage, meine ich mehr diese Honig-Karamell. Mal mehr am Gaumen, mal mehr in der Nase. Der ist aber, ja, Ausnahme. Hier war aber, wo ich sage, der ist so komplex, das ist Knoten. Und das war auch der, wo ich gesagt habe, da habe ich so einen richtig süßen Film, der am Gaumen zurückbleibt und dann so nachzieht, was jetzt im ersten Abgang zum Beispiel wäre. Ein gutes Beispiel, mir selber gegeben. Ja, puh. Zweite Verkostung. Ich denke mal irgendwann, also ich werde nur natürlich sagen, ich habe die verkostet und das ist das, was die Nase auf dem Parkplatz im Kalten erahnen ließ. Wollen wir mal schauen, eigentlich wollten wir warten bis nächstes Jahr, weil wir da unser Jubiläum dann haben und dann, wir haben Ätradauer 21. Warum dann nicht auch ein Balechin 21 dann machen? Aber wenn zumindest das Fass, wir haben ja auch noch mehrere Fässer, das sind jetzt vier von was weiß ich wie vielen. Wenn die Fässer jetzt geil sind, warum dann nicht abfüllen? Warum warten? Und dann haben wir auch ein Argument, günstiger zu sein als der Ätradauer 21. Ja, Win-Win. Gut, es ist das, was ich mir eigentlich eher erwartet habe. Die sind näher beieinander, aber man kann dann noch mal ein Ausnahmefass dazwischen haben. Gut, was ich jetzt noch auf dem Zettel habe für weitere Verkostung ist Chillfiltert gegen gleiche Suppe unchillfiltert und New Make lange fermentiert gegen New Make kürzer fermentiert. Haben wir beides. Vielleicht kann ich sogar das von Weihnachten ausgraben. Da wird der Stoff im Gärbottich gelassen und fermentiert 2 Wochen. Da können wir dann Ätradauer Fermentation machen. Ist aber auch schon die letzten 100 Jahre so gewesen. Da hat man das auch nicht gemacht. Und auch innerhalb der Woche machen wir dann halt 2 Mashes. Eins meistens dienstags und das andere dann donnerstags. Das heißt, eins ja, fermentiert dann halt für 2 Tage oder 48 Stunden, der andere dann halt entsprechend länger. Also selbst innerhalb der Woche hätten wir dann schon einen Vergleich. Ich muss mal gucken, ob ich da was ausgraben kann und ob ich da noch irgendwie weitere. Wir haben da Sachen, Bögen mit, was die Brennereien alles aufschreiben. Da weiß ich auch nicht, was die da alles aufschreiben. Das ist dann, ja, gucken wir uns dann an. Brauche ich jetzt gar nicht. Ja. Voraussagen, was dann passiert oder auch nicht passiert. Oder ich sage jetzt voraus und dann verstehe ich es hinterher doch nicht. Da ist auf jeden Fall viel bei, was ich nicht verstehe. Das verstehen, ich weiß nicht, ob Endo das kann, gehe ich mal von aus. Weiß ich nicht, aber die Distiller, die wissen da schon, was sie machen. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen Info rausziehen, bevor ich dann das Video mache. Gut, das soll es gewesen sein. Nächste Grundlagenverkostung eher so, wie man es erwartet, in Hinsicht, wie sich die Fässer unterscheiden oder auch nicht. Jetzt keine riesen neue Erkenntnis, aber ja, es war fast mehr Schwärmerei für das Zeug, was wir haben. Nochmal, kann mich nur entschuldigen, aber es ist ja. Stellt euch vor, ihr wärt bei eurer Lieblingsbrennerei oder einer der Lieblingsbrennereien von euch und könntet sowas machen. Und dann habt ihr auch noch generell, was euch generell schon extrem gut gefällt. Ihr hört es vielleicht an meiner Sprache. Ich weiß nicht, mir läuft das Wasser. Ich muss schon aufpassen, dass ich nicht sabber, weil mir während des Sprechens immer noch mehr Speichelfluss irgendwie ja, in den Mund läuft. Ja, und dann hat man noch so ein Ding dabei. Ja, muss man gucken, was man da macht. Ich habe keine Fassnummer. Welches war das? Ja, muss ich alle nochmal probieren. Bleibt uns nichts anderes übrig. Gut, das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten bis zum nächsten Mal.